Mobilwetter, das ist echtes Yachtdesign. Karl Schlössel ist neben mir der Prokurist von La Marca. Karl, Yachtdesign ist relativ zeitlos, oder? Na, absolut. Wer kennt nicht die ganzen Yachten, die irgendwo am Mittelmeer rumtuckern, bei Venedig, Adria, die wunderschönen Yachten. Früher gab es ja auch die Mobilwetter-Yachten, nicht zu vergessen. Ach so, die gab es wirklich? Ja, die gab es wirklich. Mobilwetter war im Schiffsbau tätig. Und das ist natürlich heute auch immer noch das Feeling, wenn die Leute zu uns kommen, die steigen ein und sagen, wow, diesen absoluten Effekt. Ihr seid der größte Mobilwetterhändler der Welt, so kann man sagen. Also es gibt keinen größeren mehr. Wir sind in Landsberg am Lech, das ist in Oberbayern und wir sind trockenen Fußes gerade. Was ist denn das hier für ein Kea steht drauf? Ist Kea drin? Das ist Kea drin, ist P86, ist ein ganz interessanter oder ist der Bestseller im Moment, der 86er Grundriss. Ist also typisch mit wahnsinnig viel Platz, innen eine richtig schöne Atmosphäre, ein sehr, sehr warmes, heimeliges Fahrzeug. Also nicht nur innen ist es schick und sehr edel gemacht, sondern auch außen die Werte überzeugen. Sandwich GFK, also nicht Holzständerwerk GFK, sondern eine durchgehende Sandwichplatte. Na absolut. Die Italiener waren ja die ersten, die diese Sandwich-Bauweise mit GFK verwirklicht haben. Mobilwetter war eine der ersten Firmen mit langer, langer Historie. Und egal, was du hier siehst, das ist alles komplett GFK-Boden. Bitte mal draufhauen, dass man das mal sieht. Lass mich rein! So, das ist ein netter Beweis dafür, das würdest du jetzt mit Alu nicht machen, ne? Nein, wenn du die gleiche Schlagkraft mit Alu aufwendest, hast du mit Sicherheit eine kleine Beule drin. So, und da wäre zum Beispiel der typische Fahrradlenker auf dem Campingplatz, der gegen das Wohnmobil fällt, hätte jetzt eine Delle drin und das kann hier nicht passieren. Nein, da hast du kein Problem. Auch mit Hagel, so diesen normalen Hagel, was es gibt, 1-2 Zentimeter große Körner, wenn die hier drauf prasseln, siehst du gar nichts. So, wenn ich jetzt hier ein Loch drin habe, kann man das reparieren? Überhaupt kein Problem. Denk an diese ganzen Stoßstangen, was es bei PKWs auch gibt. In der Regel werden die einfach nur mit Matten geflickt, geschliffen, geklebt und dann war es das schon wieder. Also GFK kommt aus dem Bootsbau, die kommen ja aus dem Bootsbau. Und dieses Design, was hier verwendet wird, in der Stringenz, das hat nur Mobilwetter. Also dass sie das durchziehen über eigentlich die komplette Serie, oder? Absolut. Also jeder Mobilwetter ist von der Qualität her gleich gebaut. Du hast da überall die gleichen Designelemente in den Fahrzeugen. Also es ist alles typisch Mobilwetter. Auch diese wunderschöne Heckpartie, die natürlich schon legendär ist. Mobilwetter erkennst du auf der Autobahn schon von Weitem. Es ist auch immer sehr schade, wenn man einen Fahrradträger hinten anbringt, weil das komplette Design natürlich schon sehr schön aussieht. Ihr baut gerne eine Rahmenverlängerung dran. Also sowas ist immer ganz nett, weil dann macht man das Design hinten nicht kaputt oder ein Fahrradträger auf der Kupplung würde auch gehen. Gibt es natürlich beides, aber viele machen natürlich, nehmen die große Heckgarage her, werfen da ihre E-Bikes rein. Es ist ja eine Riesengarage, das ist ja schon fast ein Keller hier. So, die Verarbeitungsqualität ist gut? Verarbeitungsqualität ist sehr, sehr gut. Ist einer der großen italienischen führenden Hersteller. Ist, wie du siehst, auch hier relativ gut. Das Fahrzeug ist gerade erst angekommen. Und ich sehe schon die Doppelschutterkamera. Die ist jetzt nicht so aufgebaut, so einfach nur mal mit 2 Spackschrauben draufgeschraubt, sondern richtig integriert. Ja, das ist schon ein bisschen stabiler gemacht. Wird natürlich als vom Werk schon so angeliefert. Die Buchstaben fallen noch nicht ab nach einem Jahr. SV, nein. SV. Mobilwetter. Mobilwetter. Nein. Bleibt schon alles dran kleben. Okay, das ist viel. Also, warum ich da jetzt so Späßle mache, ist, viele haben ja während der Pandemie, als so viele Wohnmobile nachgefragt worden sind, ja Gas gegeben, haben die Produktion, die Taktzahlen ein bisschen hochgefahren und so weiter. Da habtet ihr so im Service schon einiges nachzuarbeiten. Also wo man gemerkt hat, die Qualitätskontrolle war nicht mehr so perfekt, oder? Ja, muss man natürlich fairerweise sagen. Es gab natürlich auch viele Bauteile nicht. Wir haben das Problem auch mit den Beklebungen. Die ganzen Hersteller sind teilweise kaputt gegangen, sind pleite gegangen. Gab es dann auch Fahrzeuge, die nur weiß waren oder nur einen Strich drauf hatten. Also das ist natürlich die Problematik durch die Pandemie und Umstellung der Hersteller. Wir mussten auch 30-35% aller Fahrzeuge stornieren letztendlich, weil sie nicht mehr gebaut werden können oder konnten. Das tut natürlich schon weh, aber tja, jetzt geht es ja wieder von vorne los und wir schauen, wie es läuft. Und Mobilwetter ist da mit Sicherheit eins der Spitzenfabrikate. Ja, Basics, Länge?
Basics-Länge, wir bauen zwischen 6,90 Meter und 7,44 Meter. Gibt es verschiedene Grundrisse. Kia ist eine relativ neue Generation, seit circa 2 Jahren auf dem Markt und ist einer der Bestseller. Das gleiche Fahrzeug gibt es jeweils als teilintegriert oder vollintegriert. Und der hier, wie lang ist der? Der ist 7,44. 7,44, also der längste. Nee. Das ist der längste. Das ist der längste. Machen wir auf, bitte. Mal kurz mal reingucken können. Die Garage, die ist jetzt hier auch nicht abgesenkt, sondern ich habe sehr viel Bodenfreiheit auch nach hinten. Ich glaube, das ist gerade in Italien, wo die Fahrzeuge ja auch oft verkauft werden, ganz wichtig, oder? Das ist absolut wichtig. Es gibt auch hier eine Rampe zum Auffahren. Du bringst eine Vespa ohne Probleme rein. Was geht das von der? Ja, es geht ja auch von der Beladung her. Es geht der Boden bis 300 Kilo. 300? 300 ist also hier möglich. Du bringst hier jede Vespa, wenn du oben das Glas abklappst, rein. Du hast da riesen Space, kannst aber immer noch Stühle nebendran oder ein System hier reinbauen. Also die Garage ist wirklich mächtig groß. Karl, wenn du mal gerade hier durchguckst durch mein Display, das sieht aus, als wäre die Garage unendlich, oder? Ja, sieht fast aus wie eine Tiefgarage. Ja, fast. Also es ist so. Der hier steht jetzt auf Trumagas in dem Fall? Ja, steht auf Trumagas. Du kannst auch Dieselheizung oder E-Heizung wählen. Das ist also egal. Okay, so auch die Fenster. Da habe ich übrigens ein großes Video gemacht. Das sind die Seitsfenster. Sind das Seits? Weil sie sehen aus wie Seits? Das sind Seitsfenster, ja. Okay. Und die haben jetzt eine leichte Tönung. Und du hast drüben in deinen Lamarcas, die du hast, hast du durchsichtige, klare Fenster mit drin. Mhm. Aber die getönten Fenster, gerade wenn es in den Süden geht, schon ganz sinnvoll, oder? Ja, natürlich. Mobile Wetter kommt aus Italien, wird auch sehr oft natürlich in die südlichen Länder verkauft. Da ist es natürlich viel beliebter, wenn man die dunklen Gläser hat. Das ist eine andere Philosophie, auch wie innen. Die Fahrzeuge sind natürlich auch dunkler gehalten, aber das sehen wir jetzt gleich beim Einsteigen. Die Kälteisolierung, ist die gut, die Wärmeisolierung? Auto ist wintertauglich bis minus 25 Grad. Sehr schön. Mach mal unten auf. Was ist das für eine Klappe? Das ist einfach nur eine Stauklappe, wo du ein bisschen was reinschmeißen kannst. Dein Geld, dein Geldbeutel, dein Pferd, was auch immer. Den Geldbeutel. Okay. Ihr baut nur auf Fiat, oder? Beim Mobile Wetter? Wir bauen nur auf Fiat im Moment. So, und das sind teilintegrierter. Bauen die auch vollintegriert? Bauen vollintegriert. Jedes Fahrzeug gibt es als vollintegriert. Kia ist die mittlere Serie. Es gibt dann drüber noch die Techno Line, die natürlich dann nur aus vollintegrierter verfügbar ist. So, die Teilintegrierung, das sieht alles gut aus. Auch die Anarbeitung. Wir haben eben ein Pärchen gefilmt, haben ein Fahrzeug übernommen. Was war das für einer? Das war ein Grosser. Grosser. Und das ist der Kia? Das ist Kia. Das ist im Prinzip die Einstiegsklasse bei Mobile Wetter. So, man kann schön einsteigen, denn wir haben einen Coupé-Einstieg hier. Ich brauche keine Treppe. Du brauchst keine Treppe. Es ist ganz angenehm einzusteigen. Es ist nach unten abgesenkt. Und schon der erste Blick, wenn du reinguckst, gibt italienisches Feeling. So, ist die Qualität denn auch so wie die Optik? Also kann sich das Hand in Hand geben? Weil ganz oft hast du ja dann eine ganz hochwertige Optik, du kennst dich ja aus, fährst unter anderem hochwertige Fahrzeuge, wo das Leder echt ist mit allem drum und dran. Kann das standhalten? Weil die Leute leben ja da drin. Ja, natürlich. Ist im Prinzip wie eine Yacht gebaut. Es ist natürlich, das Holz ist manchmal ein bisschen geschäumter, ist etwas anders aufgebaut. Es muss natürlich auch leichter sein, aber es muss stabil sein. Wenn du alleine mal an die Scharniere vom Tisch guckst, wo du jetzt gerade mit der Kamera bist, das sind natürlich sehr, sehr hochwertige Scharniere eingebaut. Man versucht da natürlich schon im Detail höhere Qualität zu machen. Und es ist, glaube ich, auch Preis-Leistungs-Verhältnis hier geschuldet und auch richtig gebaut. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, da du ja diesen, ich sag mal, Freude-Effekt hast, wenn du hier einschaltest. So ein bisschen wie BMW, Freude am Fahren ist ja der Slogan, genau. Ich glaube immer noch. Und das ist ja hier genauso. Du steigst ein und sagst, ich habe eine gute Investition getätigt. Mobile Wetter, Freude am Fahren. Mobile Wetter, Reisen. So, wir gehen mal rein und das Yacht-Feeling hier ein bisschen reduziert, die dunklen Yachttöne, die hier drin hast. Alles ein bisschen heller, sehr freundlich. Also wir haben ja eben eine etwas dunklere Yachtoptik gehabt. Die gibt es immer noch. Die gibt es natürlich. Die Kia durch die Einstiegsreihe ist etwas heller gehalten. Der Grosser ist dunkler und die TKL ist noch dunkler, die letztendlich so die klassische große Motorjacht darstellen soll. Boah, guck mal hier, die indirekte Beleuchtung. Warte mal, ich mach mal das Licht ein bisschen heller.
dass wir mal ein bisschen mehr hier Druck aufs Licht kriegen. Aber wenn du jetzt mal hier so reinfilmst, das sind doch die Bilder aus dem Katalog, die sich auch in echt wiederfinden. Ja, das ist tatsächlich, die Katalogbilder sind oft schlechter, als wie wenn du jetzt hier mal reinguckst. Also ich sehe es jetzt bei dir auch im Monitor, das ist ja verblüffend, wie das aussieht, das ist ja wirklich. Das Indirekte ist so wichtig, wenn du abends mal Fernsehen guckst und so, und du hast nicht das Putzlicht immer an, oder? Das ist, also hier reinzugehen, das ist wirklich sensationell immer. Ja, ich habe schon etwas gesehen, das müsst ihr gleich mal sehen, denn die Dusche, die ist so individuell gebaut worden. Das ist kein Standardformbauteil von einem Wohnmobil-Zulieferer, oder? Nein. Das Vorbild war eine finnische Dusche, wo man gesagt hat, was ist denn irgendwo immer interessant? Man macht einfach was anderes. Du hast das Gefühl, du hast eine finnische, schöne, ja, wunderschöne Dusche. So, und die, das ist auch wirklich von der Funktionalität her so, wie die aussieht. Genau. Also wie zu Hause. Ja, absolut. Du siehst, die ist auch sehr, sehr groß gehalten. Man passt also auch locker rein. Also wirklich schön, schön gemacht, sehr modern. Also nicht Gelsenkirchener Barockdusche oder sowas. Nein, das ist wirklich ganz modern gehalten. Mhm. Auch das Furnier löst sich nicht direkt ab? Nein, das ist alles. Wenn das Wasser dran kommt? Nein, natürlich nicht. So, also, wir gehen mal kurz rein. Die Italiener so ein bisschen die Erfinder des Wohnmobils, so kann man sagen, denn das hat sich ein bisschen parallel entwickelt. Ich glaube, in Italien und in Deutschland, die Deutschen sind ja dann mit ihren Wohnanhängern, glaube ich, in den 50er Jahren nach Italien gefahren, die Italiener weniger nach Deutschland. Ja. Das ist so, aber du sagst, das ist komplett wintertauglich, damit kann ich auch nach Finnland fahren. Ja, das sind viele Leute auch im Winter unterwegs, Dieselheizung rein, Autarkpaket und schon geht's los. Du merkst das auch an der Isolierung, wenn du hierherin sprichst, wie gut er isoliert ist nach außen. Du hörst gar nichts. Du hörst absolut gedämmt. Kein Schall. Sind die dabei hier, die Decken? Die sind alle dabei. Sag mal, Preis, was kostet der hier? Wo fängt er an? So um die 85.000. Jetzt überleg mal, du kriegst hochwertiges Design, gute Verarbeitung, GFK Sandwich, also kein, ich sag mal, Holzfachwerk innen drin, sondern du kriegst, ist der komplett holzfrei, außer die Möbel? Ja, oder? Der ist komplett holzfrei. Komplett holzfrei. Ja. Krass, also 85 geht's los, ein guter, gut ausgestatter, unter 100? Bist du unter 100, ja. Die Tür, mach die mal zu, läuft die gut? Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen, der Karl ist immer diplomatisch. Natürlich. Läuft, denn ja, hat zwei Rollen obendrauf, das funktioniert. Dann hast du sehr viel Licht. Ich glaube, die Italiener haben ja auch das Licht, ich sag mal, quasi erfunden. Es gibt unglaublich viele Design- und Lichtfirmen. Die Möbelindustrie richtet sich sehr oft nach italienischen Trends, die da ist. Ist das gut umgesetzt hier? Also du musst wirklich sehen, wenn du heute in ein Möbelhaus gehst, in ein gutes Möbelhaus, wo es gute, gute, schöne Möbel gibt, dann wirst du dieses Design, was Mobile Better hat, hier immer wieder irgendwie in einer anderen Form finden. Das siehst du an Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Schränke mit dieser leichten Spiegeloptik drin, mit zwei verschiedenen Farben, die Griffe farblich abgestimmt, selbst die Mobile Better Schriftzüge, die dort sind, passen farblich wieder zu dem Möbel. Also nicht irgendwie lieblos hingeklebt. Viele Details hier, diese Taschenapplikationen, alles immer wieder aufs Produkt natürlich bezogen. Man soll ja auch stolz sein, Mobile Better zu fahren. Mhm. Hier hast du alles letztendlich drin. Mit toller Qualität auch der ganzen Materialien. Die Haptik ist immer wichtig. Alles, was du anfasst, fasst sich gut an. Und auch oben alles mit Textur überzogen. Also nicht nur einfach, man hat einen GFK-Himmel, sondern das ist im Prinzip wie eine zweite Haut, wie kompletter Stoffübersatz. Soundsystem ist hier hinten schon verbaut. Ist das Serie? Soundsystem gibt es bei bestimmten Fahrzeugen als Serie. Gibt es auch Pakete dazu. Kann man natürlich immer einzeln dazu ordern. Auch die TV-Systeme und verschiedene Heizungssysteme. Ja, das Längseinzelbett wird ja, glaube ich, im Ausland gar nicht so oft verkauft. Aber in Deutschland ist es das meistverkaufte. Naja, ist in Deutschland. Der hier, der P86 oder die 86er Baureihe, ist das meistverkaufte überhaupt vom Mobile Better. Mhm. Zumindest in Deutschland gibt es natürlich auch das Queensbett
Und es gibt noch wenige mit Querbett hinten, was aber in Deutschland natürlich nicht so beliebt ist. Ja, übereinander steigen ist immer das Argument. Kann man das anheben hier, also um an den Schrank ranzukommen? Weil das ist ja oft eine Sache, die haben selbst teure Reisemobile, haben keine Gasdruckfedern drin. Da ist das fest verschraubt, da musst du unter den Schrank klettern, um an den Kleiderschrank ranzukommen. Das ist hier mit drin. Alles ist hinterlüftet und beheizt. Ja, absolut. Und du siehst auch wieder, wenn du in die kleinsten Ecken auch guckst, das ist jetzt ein Fahrzeug, was nicht in der Werkstatt war bis jetzt, ist wirklich sehr, sehr gut gebaut. Das gleiche auf der Seite anheben geht? Heißt auch mit Lift. Du, das habe ich bei teuren Fahrzeugen teilweise nicht. Da musst du dich runterklettern, also aus Konzernen, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, und wo du wirklich dann drunter klettern musst. Und hier zweimal Lift. Ja, siehst du, und überall kleine Fächerchen wieder reingemacht, überall Ablagefächer auf der Seite, Kleiderstangen, du kannst die von oben oder von unten beladen. Ist ja wichtig, wenn man mal Klamotten hat, hier hänge ich mal schnell was rein, da kann ich es raustun, ich klappe einfach hoch. Das ist natürlich hier schon super gemacht. Nochmal zur Qualität. GFK-Dach Sandwich, korrekt? Ist das Dach begehbar? Dach ist begehbar bis knapp 100 Kilo. Also das heißt, ich kann davon ausgehen, dass die Seiten nicht verrotten. Also es ist ja oft das Problem, du hast Wassereinbruch, weil du vielleicht einen Unfall hattest. Irgendwas. Welchen Einbruch hattest du? Wassereinbruch, wenn du... Kennen wir nicht. Kennt ihr nicht? Haben wir eigentlich unter 1% bei Tausende von Fahrzeugen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Also das, aber selbst wenn irgendwas passiert, von außen, wenn da mal irgendwas rankommt, da ist ein Sandwich richtig drin. Sandwich, was heißt das? Sandwich bedeutet, du hast außen GFK, du hast dann die Styroform bzw. XPS-Schaummasse und dann nochmal quasi die Hinterwand hier. Kein Holz? Kein Holz mehr. Und das Ganze ist natürlich das Styroform oder XPS-Material, weist auch Wasser ab. Also da gibt es Demos, die können wir gerne mal zeigen. Da hast du Wasser, dann weist er das, wie wenn er es wegwischen würde, auf die Seite. Drum, es unterscheidet sich natürlich, wenn du ein Wohnmobil siehst, ob Styropor drin ist, was Wasser zieht, oder Styroform oder XPS, das Wasser abweist, siehst du natürlich die Qualität im Aufbau als allererstes. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig, weil viele haben ja diese Horrorbilder schwarzer Schimmel. Also gerade bei älteren Gebrauchten, das heißt auch als Gebrauchtwagen wahrscheinlich sehr beliebt, weil er eben nicht dieses Styropor hat, was Wasser zieht, oder das Holz, was verschimmeln könnte, was du ja im ersten Moment, das heißt auch der Geruch nach 5, 6, 8 Jahren, Ganz anders. Ja, das hast du natürlich auch bei vielen Fahrzeugen, die doppelte Böden haben. Doppelte Böden hat man ja früher nur gemacht, um Temperatur ins Fahrzeug zu bringen. Mhm. Viele Hersteller bauen ja heute immer noch klassisch mit einer Holzplatte und noch einer Holzplatte, was natürlich nur, wir denken an Eisenbahnplatten, dieses einfache Material. Das wird dann teilweise mit Teer nur verschmiert. Mhm. Wenn da irgendwo mal Wasser reinkommt, ist der Teufel los. Mhm. Und schon geht es dazu. Wir haben also moderne Fahrzeuge, 2, 3 Jahre alt, die wo unter Wasser leiden. Deutsche Hersteller, muss ich leider Gottes sagen, ich als Deutscher, was du bei den meisten Italienern und Franzosen nicht kennst, weil es komplett GFK ist. Damit ist das Thema schon draußen. Das ist der Vorteil teilweise von italienischen Fahrzeugen, weil die natürlich am längsten schon mit GFK arbeiten. Es gibt auch deutsche Fahrzeuge, die natürlich voll Sandwich haben, gar keine Frage. Also frag danach, frag ganz gezielt, ist da drin Holz und Styropor? Es gibt so einen schönen Test, man kann das sehen, denn hier außen, wenn man die Hand dran hält, dann nimmt das Material die Temperatur von der Hand an, richtig? Exakt, richtig. Wenn du die Hand drauf hältst, kurz drauf lässt, wirst du spüren, dass die hintere Wand die Temperatur aufnimmt. Dann weißt du, da ist XPS oder Styroform drin. Größte, höchstwahrscheinlich. So, bitte mal öffnen. Das Bad ist ein richtiger Hingucker. Wir haben ja eben den, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, den T. Crosser. Crosser war es so gefilmt. Und da war das gleiche Waschbecken drin. Das heißt, es geht mehr um so Hotelcharakter. Das ist so ein bisschen, ne? Ja, Yacht, Hotel, das ist natürlich der Stil vom Mobilwetter. Also schönes Hotel, jetzt nicht. Jetzt nicht das 38-Euro-Hotel. Natürlich. So, 4- bis 5-Sterne-Hotel, was du drin hast. So ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen hier an Trachten, an so Berge, an so, ich sag mal, die Holzfarbe. Sehr, sehr schön. Also wie so ein Luxushotel irgendwo in Südtirol. Guter Landhausstil. Ja, guter Landhausstil. Soll ja auch lange
lange auch halten fürs Auge? Also wenn du jetzt so Extreme hast, die teilweise drin sind, du hast ja verschiedene Sachen, zum Beispiel aus Frankreich hast du Notar, viel heller, ganz anderer Stil, muss nicht jedem gefallen. Wie kommt das hier an, Mobilwetter, bei den meisten? Mobilwetter ist natürlich schon ein Renner, das muss man einfach sehen. Viele Leute, die sich vorher nur mit deutschen Fabrikaten beschäftigt haben und gehen einmal in ein Mobilwetter, sind alle geflasht. Komm, mach mal die Tür auf. Ich halte nur mal die Kamera rein, dass man jetzt mal sieht. Und du sagst, das ist jetzt ein relativ helles Design. Also das ist ganz modern jetzt im Moment. Das ist im Moment ganz modern, wie du es auch in Möbelhäusern findest, wie du es in gehobenen Hotels findest. Das ist ungefähr dieses Design, was man da natürlich kopiert. Okay. So, das Hubbett, braucht das einen Schlüssel eigentlich? Oder geht das so? Wir probieren es. Das geht so. Ja. Und du hast als Hubbett natürlich eine Option mehr. Das heißt, sollte mal einer schnarchen zum Beispiel oder das Kind muss mit. Das hängt ja nicht nur an diesen Gurten dran, sondern das ist in Schienen geführt, gell? Da hinten hast du die Schienen. Also wir können bis zu knapp 200 Kilo aufs Hubbett draufpacken. Es gibt natürlich noch einen Trick. Wenn du das Hubbett nicht brauchst, das Zeug raus. Es gibt dafür Wannen und dann kannst du oben statt dem Hubbett und statt dem Bett Klamotten, Schuhe, was auch immer beiladen und das natürlich als zusätzlichen Ladeplatz nehmen. Ja, ich sehe schon, die Elektronik ist von Lippert, Weltmarktführer für Hubbetten. Absolut. Und ja, das ist Qualität. Und hier drunter könnt ihr mal googeln. Also Lippert kommt, glaube ich, aus Amerika, ja. Ist der Nummer 1 auf dem Gebiet. Auch hier unten alles beledert, abgesteppt. Sieht elegant aus, einfach. Ja. Einfach toll, wie man es in Oberklasse-Fahrzeugen sieht, auch im Pkw-Bereich. Es ist halt da ein bisschen abgeguckt, aber es ist halt der Trend der Zeit, dieses gesteppte Leder sieht halt einfach ganz toll und exklusiv aus. Sag mal, da hast du doch andere Hersteller, da bist du hier bei 100, 130, 140, 150.000. Ja, da geht es dann meistens erst los. Du bist dann bei vergleichbaren Herstellern, was wir oft auch auf Messen vergleichen, 130, 140. Da ist Mobilwetter natürlich immer im Verhältnis sehr günstig und bietet natürlich von der Ausstattung sehr viel. Das Fahrgestell ist wahrscheinlich eh das gleiche. Das ist ein Tiefrahmenchassis. Was ist hier drunter? Was? Alko? Ist ein Alko drunter. Also kannst du mit Alko haben. Hier ist es jetzt ein normales Chassis drunter. Du kannst ihn mit Alko bestellen. Also ist immer nach dem, was der Geldbeutel und was der Fahrer möchte. Aber der fährt auch gut, oder? Keine Frage. Luftfeder geht hier? Geht. Auflastung geht, weil, erklär doch nochmal den Führerschein. Jetzt filmen wir heute am 1. April. Das ist kein April-Scherz, sondern demnächst, wenn alles gut geht, kann jeder mit einem B-Führerschein 4,25 Tonnen fahren. Ein Wohnmobil, muss man sagen. Also nicht normale Autos, sondern speziell Wohnmobile, Elektroautos und ich glaube Krankenwagen und so ein Käse. Das geht alles. Genau. Da habt ihr lange für gebraucht. Da gibt es eine Gesetzesnovelle auf europäischer Ebene. Genau, das war eine sehr, sehr wichtige Geschichte natürlich, weil bis jetzt die meisten Wohnmobile oder die Möglichkeit des Fahrens bei 3,5 Tonnen bestand. Da war natürlich immer das Problem der Zuladung. Wie viel kann ich zuladen? Jetzt mit 4,25 Tonnen ist es natürlich extrem mehr. Hat man fast 750 Kilo, sprich teilweise eine Tonne mehr oder eine Tonne Zuladung. Das ermöglicht natürlich sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Was mitzunehmen, mehr Zubehör, wirklich nicht mehr die Angst zu haben, ich mache hier einen Gesetzesverstoß, was auch immer. Man kann ältere Fahrzeuge dann auflasten auf 3,8 Tonnen. Man kann die meisten, die jetzt bestellt wurden, sind 4,4 Tonnen schon wegen dieser Gesetzesänderung. Und die dann ablasten auf 4,2 Tonnen. Ablasten, genau. Sag mal, die Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten aber dann natürlich wie bei jedem anderen. Ab 3,5 Tonnen gilt dann 100 in Deutschland. Ich glaube bis zu 120 in Frankreich. Das müsst ihr dann rauskriegen. Ja. Übrigens in Frankreich. Hast du gewusst, dass LKW-Überholverbot gilt nicht für Wohnmobile in Frankreich? Das wusste ich nicht, nee. Ja, ist so. Könnt ihr googeln. Ja. Also ich sag mal so, ich behaupte, es ist so. Guckt lieber nochmal nach. Aber ich habe 10-mal nachgeguckt. Man darf im Überholverbot, Wohnmobile dürfen überholen. Das gilt nur für LKWs. Das habe ich gelesen. Oh, interessant, interessant. Ja, weil Frankreich ist ja nicht weit weg. Ja. So, Kühlschrank. Da habt ihr euch für den Lieblingskühlschrank aus Tedford entschieden, und zwar für den großen. Das ist Wahnsinn. Viele verbauen ihn nicht mehr. Das war mein Lieblings-Lieblings-Lieblings-Kühlschrank, weil er viel breiter ist als der Dometic. Viel Platz. Ja, richtig. Ist ein problemfreier Kühlschrank, gibt es keine Probleme oder wir haben fast nie Probleme mit diesem Kühlschrank. Der wird seit 15 Jahren so gebaut, also ich glaube, wenn der nicht mehr geht, dann weiß ich es nicht. Ja, der ist auch von der Form her ideal, hat ein bisschen den amerikanischen Look drin.
Das sieht auch toll aus, gibt es auch mit verschiedenen Fronten. Also ich liebe diesen Kühlschrank. Er macht richtig kalt übrigens. Also wer sagt, hey Kompressor, Absorberkühlschranke kühlen nicht, bitte probiert diesen Kühlschrank aus. Das ist ein sensationelles Gerät. Übrigens gibt es eine Kopie jetzt vom, vom großen Tedford. Gibt es eine chinesische Kopie, habe ich gestern gefilmt. Echt? Die haben den 1:1 kopiert, also aus China. Ich gucke drauf, ach, das ist der Tedford. War kein Tedford-Logo drauf, ja. Guck rein, die Getränkeschublade unten drin, alles drin. Made in China. Wird Tedford freuen. Ja, ich glaube, sie haben ein bisschen was anders gemacht. Aber nur eine, ich stand davor, ich habe gedacht, ich spinne. War das so, dass viele Sachen nicht lieferbar waren? Also, dass viele Hersteller gesagt haben, nehmen wir doch die Kopie? Also, ob sie Kopien nehmen, das ist immer eine andere Frage. Ich glaube nicht. Also, wir hatten natürlich extremste Lieferzeiten und wir mussten 35% fast aller Fahrzeuge stornieren. Das war schon sehr, sehr bitter. Weil es natürlich Teile nicht gibt. Es ist auch heute immer wieder das Problem. Es gibt das eine nicht oder das andere nicht. Wir haben jetzt im Moment knapp 90 Fahrzeuge stehen, die nicht fertig sind. Was fehlt da so mal? Sind Fensterkomponenten, Knöpfe, teilweise von Heizungsherstellern, irgendwelche Komponenten, Elektronik. Panels auch? Alles. Alles. So. Also der hier ist komplett oder fehlt da auch was? Ein Rad? Da fehlen noch 2-3 Kleinigkeiten, dann könnte er auch mal ausgeliefert werden. So, ist er schon verkauft hier? Der ist verkauft. So, und hier sieht man sehr schön schöne Details, wie hier kannst du die Spülabdeckung, die kannst du einfach hier als Ablagefläche haben. Ja, das kannst du einfach hier rausnehmen, nimmst das da unten rein und hast hier jetzt eine Arbeitsfläche wieder. Sag mal, das ist richtig stabil, oder? Das ist richtig stabil. Also, das hält schon was aus. Du weißt, was Fiat früher hieß im Volksmund? Fehler in allen Teilen sollte möglich sein. Nein, für italienische gibt es noch einen anderen Spruch. Sag's nicht, nee. aber das stimmt gar nicht mehr. Erstens, nein. Der Fiat Ducato 8 ist einer der meist, oder ich glaube, der meistverkaufte und die Derivate sowieso Europas. Das Ding ist total unanfällig. Also ich habe noch nie von einem Fiat Ducato von neuerer Bauart gehört, 7er oder 8er mit Motorschäden. Also wenn man da guckt. Ehrlich, hatten wir nur einmal. Einmal. Wir hatten, glaube ich, unter tausende Wohnmobile einen einzigen Motorschaden und da sind wir bis heute nicht klar, warum es so war. Aber Fiat hat das Ding ruckzuck ausgetauscht und Kunde war wieder glücklich und das war's. Elektronik. Vollkommen unanfällig. Also ich habe wirklich, also das funktioniert dann. Hier ist jetzt ein Ducato 8 drunter und der ist so leise geworden. Ihr müsst den mal fahren. Der fährt sich wie ein VW Golf, neuer Bauart. Ja, absolut. Vom Handling her auch ganz normal wie ein Pkw zu fahren. So. Der 140 PS, hat er genug Power? Absolut. Man muss es so sehen, die Motoren sind heute mit 140 PS natürlich schon, es geht ja ums Drehmoment bei ihm. Und da muss man sagen, die 140 ersetzen die 160 locker. Es gibt drüber noch auf Wunsch die 180 PS Maschine. Müsste ich nicht unbedingt haben. Es geht ums Drehmoment. Ich habe ja bei Ford habe ich ja moderiert, da gibt es ja zwei Motoren. Nee, bei Renault gibt es Biturbo. Und der kleine Motor und der große Motor haben das identische Drehmoment, bloß nach oben raus. Also wenn du jetzt dann doch den Pferdeanhänger ziehst, ja, dann brauchst du mehr. Aber vom Anzug her, wir sind beide gefahren, du hast keinen Unterschied gemerkt zwischen, ich glaube, 180 PS und 140. Wenn ich ehrlich bin, den 180er merkst du nur auf der Autobahn. Wenn es wirklich mal über 80 und 100 weitergeht, dann merkst du den, aber sonst auch nicht. Am Berg, wenn man denn noch ein bisschen. Aber es ist ja so, es gibt hier eine Kopplung. Das heißt, ich glaube, Automatikgetriebe ist mit dem großen Motor gekoppelt. Du musst, wenn du den 180 PS, musst du Automatik mitnehmen im Moment. Also, das ist so. Rund 20% kaufen Automatik bei dir. Kann ich auch nicht verübeln. Ich würde mir auch einen nehmen. Lieferzeiten, Mobilwetter, habt ihr welche auf dem Hof? Wir haben welche zum Angucken natürlich da. Das ist nicht die Frage. Haben wir immer da. Wir sind lieferzeitenmäßig drittes, viertes Quartal im Moment. Welches Jahr? Dieses Jahr. 2023. Ja, weil wir natürlich viele storniert haben, die wo im Vorlauf waren, auch Kundenfahrzeuge stornieren mussten, weil sie einfach unmöglich waren zu bauen. So, ist ja 1. April, das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Gut, wir drehen nämlich gerade am 1. April. Ich liebe diesen Tisch, weil der von der Optik her nicht wie halbiert aussieht, sondern er sieht aus, als wäre er so. Und das würde mir persönlich sogar schon genügen. Jetzt gibt es aber einen super Trick, und der verrät uns der Karl jetzt. Man kann diesen Tisch wie durch klappen und in jede Richtung dann wieder drehen. Wenn du ihn nicht mehr brauchst, klappst du das Ding wieder zusammen, schmeißt deine schöne Deko drauf und du hast wieder einen wunderbaren Dekotisch. Ja, das Ganze geht durch diesen, guck mal, da unten ist ein kleiner Knopf, da kannst du einen Fuß drauf drücken und dadurch wird, glaube ich, die Höhenverstellung
oder? Da kann man die auslösen, wenn sie entriegelt ist. Und dann kannst du den Tisch rauf und runter fahren, auch das Ganze wieder zur Liegefläche hier machen. Bräuchtest du nicht unbedingt das Hubbett, wenn du es nicht brauchst, und hast hier quasi nochmal eine Liegefläche. Du kannst dich daran erinnern, wer der Erste war, der diese Face-to-Face-Sitzgruppen mit einer Sitzbank gebaut hat. Ja, die kam ja irgendwann mal, kamen die wie Pilze geschossen aus dem Boden, dass man durch einen Trick nämlich diesen Sitz umbauen kann zu einem Fahrersitz, einem Beifahrersitz. Also wir haben die schon 2001 gebaut mit EVM, die gleiche Sitzgruppe, da wollte sie nur niemand. Ach, ihr wart eurer Zeit voraus damals. Ja, ja, doch. Es waren damals Monocoque-Fahrzeuge. So, das sieht man. Und ja, das ist gut gelöst. Preis-Leistungs-Verhältnis. Warum weiß noch nicht jeder, dass es Mobilwetter gibt? Tja, das ist eine gute Frage. Aber dafür bist du jetzt ja auch hier. Damit jeder Mobilwetter kennt. So, also kauft euch Mobilwetter und ihr werdet glücklicher werden, wenn ihr auf Mobilwetter steht. Es ist ja auch wieder Geschmackssache. Du sagst, es gibt verschiedene Möbelfronten. Hast du mal ein paar zum Zeigen da? Also ihr habt da bestimmt so wie im Möbelhaus so ein... Möbelfronten haben wir nicht direkt. Es gibt nur, je nach Baureihe ändert sich die Farbe innen. Mhm. Wir waren gerade vor einem Grosser, der ist dunkler, und die TKL, also die Oberklasse, ist noch dunkler. Okay, die ist denn, hat aber dann extreme Kontraste zu weiß, ja, oder? Absolut. Okay, so gehen wir rein. Also, wenn ihr sowas haben möchtet, dann meldet euch. Wenn ich ein Gebrauchtfahrzeug habe, gibt es noch gute Preise für Gebrauchte im Moment in Zahlungnahme? Im Moment ja, auf alle Fälle, keine Frage. Und Mobilwetter, muss man einfach sehen, ist sehr, sehr wertbeständig. Wir hatten vor 3 Jahren eine Sonderserie TKL, das waren die vollintegrierten, 77.777 Euro, erinnern sich viele dran. Diese Autos werden heute nach 3 Jahren gebraucht um die 90 bis 95 verkauft. Also praktisch der Pepper unter den, kann man jetzt nicht direkt vergleichen, aber Vollausstattung gewesen mit allem drum und dran. Ja. Das ist übrigens das Design von dem Dunklen. Da sieht man das also sehr, sehr edel. Also habe ja Yachten gedreht und das kommt der Sache schon sehr nahe. Liegt aber daran, dass Mobilwetter mal Yachten gebaut hat, oder? Genau. Die sind natürlich in der Historie verankert und das will man natürlich auch nicht ändern. Und ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn du mit Kunden oder auch die Geschichte ein bisschen vom Mobilwetter verfolgst. Schiffsbau, Yachtbau. Und man merkt es natürlich, wenn man einsteigt, das Thema ist immer noch da. So, du bist einer oder der größte Mobilwetterhändler der Welt, zumindest mal Europas, wie es da ist. Aber die bauen in Italien, wo bauen die denn? In der Nähe von Siena, in Poggibonsi. Da ist der Hauptsitz von Mobilwetter. Unweit von den Schwesterfirmen Rollerteam, Arca, Forster etc. etc. Ah, zu welcher gehören die denn? Zu welcher Gruppe? Trigano-Gruppe. Trigano, so, sehr schön. Und ja, wir haben ja noch ein anderes Fahrzeug da hinten stehen, das gehört auch zur Trigano-Gruppe. Das können wir gerade mal zeigen, damit ihr wisst, das ist jetzt Manufakturqualität, haben wir ein eigenes Video zugedreht. Und diese Marke, die hat es dir richtig angetan. Sie kommt Notin, gehört auch zur Trigano-Gruppe, ist noch Inhaber geführt, oder? Ist noch Inhaber geführt, ist also die früheren Erfinderfamilie vor 100 Jahren in der Generation X weiter und bauen heute Notin. Was natürlich vom Gesamtbild, wie man jetzt sieht, komplett anders ist. Heller, sehr modern, anderer Stil, sehr clean. Das ist natürlich Notin. Kann man gar nicht vergleichen. Also was ganz anderes. Wir sind in Landsberg am Lech. Das liegt wo ungefähr? Wo kann man das verorten? Wir sind im Dreieck zwischen Augsburg, München, Bodensee und, oder besser, Richtung Neuschwanstein. Wäre immer ein guter Ausflugspunkt. Von München 25 Minuten, Augsburg 15 Minuten. Immer locker zu erreichen. So, und du kommst aus Hamburg gebürtig? Ich bin ein Bayer. So, das haben wir. Also La Marca ist deine Marke. Da hast du aber, da hast du ja was mit angerichtet. Auch da haben wir ein eigenes Video gedreht. Der La Marca 78. Wir hatten ja ein Rundsitzgruppenfahrzeug. Der heißt, glaube ich, 79, oder? Das war dann 59. Den 59. Haben wir gedreht. Ja, der ging durch die Decke, das Video. Das war der Hammer, ja, genau. Hast du einen 59er hier eigentlich? Ich habe einen 59G da, eine neue Version. Ja, werden wir uns gleich mal angucken. Vielen Dank fürs Einschalten. Öffnungszeiten bei euch hier in Lanz? Jeden Tag bis Samstag, Samstagnachmittag bis 15 Uhr. Bis 15 Uhr und dann gibt es auch, ab und zu dürft ihr nach Hause. Wir werden heute noch ein bisschen drehen, morgen früh geht es um 9 Uhr los, Sonntag müssen wir ran. Ich sag mal, die Problematik hierbei ist, dass wir die Fahrzeuge wirklich zeigen müssen. Auf der Messe hast du ja nur einen begrenzten Stand. Du kannst ja nicht alle Fahrzeuge, die du hier hast, du hast 3 Standorte in Landsberg am Lech zusammen. Wie viel Quadratmeter? Wir haben 25.000 Quadratmeter. Wir sind hier in 3 Häuser aufgeteilt. Einmal die Premium-Marken, dann die Mittelklasse-Marken und dann Servicebereich.
Auch Konstruktion ist hier mit in Landsberg. Was heißt das Konstruktion? Für La Marca, für diverse neue Projekte. Ah, wo ihr selber plant? Wo wir selber planen. Okay, und das ist ein spanisches Modell, können wir machen. Wie gesagt, müssen wir unbedingt zeigen, den 59er, mal gucken, wie der ankommt. Vielen Dank fürs Einschalten. 1. April 2023, wir sind bei La Marca in Landsberg am Lech und hier lohnt es sich wirklich mal vorbeizugucken. Ihr habt ein großes Händlernetz für La Marca, da kann man diese Fahrzeuge auch bei Händlern kaufen. Ja. Hier hast du relativ viele Fahrzeuge zum Zeigen auch immer da, oder? Ja, nicht immer, wenn ich ehrlich bin, weil die meisten natürlich in Handel gehen, an die Endkunden. Wir schauen, dass natürlich die Belieferung sehr zügig läuft. Tschüss, Karl Schlössel. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Danke, ciao.